Moin Moin Ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute hier auf meinem Kanal am Montag. Und die Woche beginnt schon sehr sehr gut meiner Meinung nach. Wir haben einen Drop am Dienstag und wir haben auf jeden Fall eine sehr interessante Zeitschrift, die über Vivi hier berichtet hat. Unter anderem werde ich noch auf den Omi-Kurs drauf eingehen und auf Ikumi Wiki, aber vieles mehr jetzt im Video. Als erstes sehen wir jetzt hier das Comic Uncanny X-Men, das erste X-Men Comic überhaupt. Das ist hier die vierte Comic Edition. Am 28. September findet das Ganze statt, also morgen Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit im Blindbox-Format mit 5 unterschiedlichen Comic-Varianten wieder, beziehungsweise unterschiedlichen Cover-Varianten. Wieder auch sehr, sehr gelungen von den Covers, muss ich sagen. Ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganzen findet. Ich muss sagen, ich finde die wieder sehr, sehr gut. Als nächstes habe ich hier beim Vivi Meister einen Artikel gefunden, den ich sehr, sehr cool fand. Und zwar ist das hier nämlich von der Daily Mail. Die Daily Mail ist sozusagen die Bild im Vereinigten Königreich. Und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr gut, dass hier in dem Fall die über Vivi berichten. Denn das bringt uns vielleicht auch einfach potenziell wirklich nochmal einige Leute mehr hier zu Vivi. Und hier wird auf jeden Fall über James Bond überhaupt erst berichtet und die ersten Collectibles, die auf der Plattform Vivi hier gelistet worden sind. Außerdem schreiben sie hier noch im weiteren Artikel, dass zum Beispiel auch Firmen wie Marvel, DC oder Ghostbusters Jurassic Park zum Beispiel unter anderem auch dort bei Vivi gelistet sind, aber auch noch ganz viele andere. Und hier wird auch nochmal so ein bisschen über das Ganze geschrieben. Finde ich auf jeden Fall insgesamt einen sehr, sehr coolen Artikel. Beziehungsweise ist jetzt auch nicht gerade groß gelungen, aber es zeigt auf jeden Fall, dass die Medien mittlerweile auch aufmerksam werden auf Vivi und sehen, dass da auf jeden Fall auch ordentlich was hintersteckt. Kommen wir nun zum Ikumi Wiki, denn hier gab es auf jeden Fall auch ein paar Upgrades. Kommen wir erstmal zum Stand der Dinge, wie momentan das Ganze überhaupt aussieht bei Omi. Wir sind hier momentan bei 1,7, fast 1,8 Millionen Dollar, wenn man hier vor 8 Monaten 10.000 Dollar investiert hätte. Das ist schon ganz schön ordentlich. Wir sind jetzt momentan hier auf einem ganz stabilen Level, aber darauf werde ich gleich nochmal beim Kurs eingehen. Wir haben jetzt hier oben die Erneuerung beim Marketplace Floors. Wenn wir hier draufklicken, dann haben wir ja hier die Selektion mit den Comics. Hier war das ja noch vor einigen Tagen so, dass man nur Comments sehen konnte. Nun wurde das Ganze aber schön geupdatet und wir haben jetzt hier unter anderem wirklich alle Comics vertreten. Die Rares, die Uncommons, die Secret Rares und so weiter. Was ich hier auf jeden Fall sagen muss, was ich sehr, sehr cool finde, dass das jetzt alles wirklich sehr, sehr schön gelistet ist. Und man hier sozusagen dann auch sortieren kann, nach was man sucht, was hier ganz oben sein soll, was dann unten sein soll. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Und ich muss sagen, es ist wirklich, wenn ich das hier oben sehe, mit 50.000 US-Dollar momentan hier das erste Marvel Comic in der Secret Rare Edition. Absolut krass. Wir haben hier einfach eine Prozentsteigerung von 715.000%. Das ist wirklich eine Zahl, die wirklich so selten vorkommt. Eine Steigerung von Prozenten. Das ist wirklich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und momentan sind hier auch wirklich nur 44 Comics gelistet überhaupt. Und das ist schon ganz schön krass, diese Steigerung. Das hebt sich hier auch sehr ab. Als nächstes haben wir halt das Avengers Comic mit einem Preis momentan hier von 32.000 US-Dollar und einer Steigerung von 470.000%. Das ist wirklich schon ganz schön ordentlich. Und auf jeden Fall Gratulation an jeden, der davon ein Comic hat, denn das ist wirklich einfach abgefahren, wer so hier ein Comic hat, denn damit kann man auf jeden Fall gut über die Runden kommen, wenn man das gut verkauft. Ansonsten kommen wir jetzt hier nochmal zu CoinGecko und schauen uns den ganzen Preis, der momentan hier bei Ikumi ist, einfach mal an. Momentan sind wir hier tatsächlich auch im gesamten Krypto-Chart auf Platz 90 mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro. Und das ist schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt. Ansonsten haben wir momentan auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr stabiles Feld erreicht von einer Höhe von 0,0045. Wir werden das gleich auch nochmal sehen. Wir halten uns hier wirklich sehr, sehr stabil auf diesem Level. Wenn man sich das Ganze jetzt hier mal anschaut, wir hatten hier mal einen großen Sprung. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal
ja, eine Zeit gebraucht, bis wir hier wirklich den nächsten Sprung hatten. Jetzt haben wir uns dann hier ein bisschen stabilisiert gehabt und dann kam der eine Sprung hier rüber und dann gab es jetzt nochmal den großen und jetzt momentan bauen wir uns hier so ein bisschen auf und der ganze Markt beruhigt sich erstmal und schaut jetzt, wann die Immutable X-Integration kommt, denn die wird mehr oder weniger, denke ich, die entscheidende Rolle jetzt hier spielen für einen weiteren Kursanstieg, denn momentan gibt es eigentlich sonst nicht wirklich was. Was jetzt hier auf jeden Fall einen weiteren Kursanstieg provozieren könnte, es sind momentan nur noch 3 Tage, bis der Oktober beginnt und so lange hat OMI bzw. Vivi jetzt noch Zeit, das Ganze zu integrieren, wenn sie es jetzt wirklich noch in den September quetschen wollen. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir das Ganze erst Anfang Oktober wirklich dann hier voll im Bezug mit Vivi und Immutable X sehen werden, dass man das Ganze dann auch vollkommen nutzen kann. Aber wie gesagt, wir werden ja auf jeden Fall Ende der Woche noch ein paar Artikel sehen, wie das Ganze dann nutzbar wird. Deswegen denke ich mal, werden wir das vielleicht auch in den nächsten 3 Tagen jetzt sehen. Aber da müssen wir uns, wie gesagt, ein bisschen gedulden und halt einfach auf Vivi hoffen, dass sie da schnell genug sind, dass das alles klappt, so wie es vorgesehen ist. Also, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall am Mittwoch die nächsten News sehen, was das Comic am Donnerstag betrifft und unter anderem wahrscheinlich auch dann schon News zum Collectible, was wir diese Woche sehen werden. Aber bis dahin wünsche ich auf jeden Fall euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und wir sehen uns. Ciao, ciao.